Bhagavad Gita Einführung. Eine einheitliche Lehre. Wenn Krishna sich in der Gita als Ursprung von allem, was je war, zu erkennen gibt, 10.8, als die Grundlage des Brahman und des unbegrenzten Glücks, 14.27, so deutet das seine gesamte Fülle nur an. Er ist die göttliche Urgestalt, Bhagavan Swayam. Im Rig Veda 1.164.46 heißt es, viele Namen geben die Seher ihm, der nur einer ist. Das Srimad Bhagavatam 1.2.11 beschreibt drei Betrachtungsweisen des Einen, durch den Erkenntnis überhaupt erst möglich wird. Die Kenner der Wahrheit nennen diese ewige Wahrheit, deren Wesen zweitlose, auf keinem anderen Sein beruhende und nur auf sich selbst gestützte reine Erkenntnis ist, Brahman, Paramatma, Bhagavan. So wird sie genannt. Vedanti tat tattva vidas, tattvam yaj jnanam advayam, Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti shabdyate. Erstens, das Brahman ist von Raum und Zeit unbegrenztes Sein, Sat, bestehend aus reiner Erkenntnis, Chit, und unbegrenztem Glück, Ananda. Im Bhagavatam wird es als unerschöpflich, Advaya, beschrieben. Dieses Sein ist ganze Erkenntnis, aber ohne Objekt und Subjekt der Erkenntnis. Brahman ist der gestaltlose Aspekt Gottes. 13.13. Zweitens, auch der Paramatma ist von Raum und Zeit unbegrenztes Sein, Sat, bestehend ganz aus reiner Erkenntnis, Chit, und Glück, Ananda. Sein Wesen ist gestalthaft, Vigraha. Es ist weltzugewandt, aber von Materie völlig unabhängig. Der Paramatma durchdringt alle Dinge, jedes einzelne Atom. Es ist der Aspekt Gottes, der in jedem Herzen weilt und jedes Lebewesen begleitet. 13.14, 28 bis 29. Drittens, Bhagavan bedeutet wörtlich der Ursprung der Erhabenheit. Er ist der in sich selbst Gründende. Sein Wesen ist unbegrenztes ewiges Sein, Sat, reine und vollkommene Erkenntnis, Chit, und unendlich anwachsendes Glück. Er besitzt endlose Füllen, Chit Shakti, und ist zugleich die Quelle von Sein, Erkenntnis und Glück. Er hat eine Gestalt, die jedoch nicht von Zeit und Raum begrenzt ist. In den Shastras wird Bhagavan oft das höchste Brahman, das Parabrahman, genannt, weil er alle Füllen besitzt, zum Beispiel Vishnu Purana 6.5.72. Im Schlusskapitel der Bhagavad Gita wird nochmals die gesamte Unterweisung zusammengefasst und der Weg zur Erkenntnis der drei großen Seinsweisen des einen Gottes gewiesen. Das gestaltlose Brahman 18.49 bis 53, des alldurchdringenden Paramatma 18.56 bis 63 und Bhagavans 18.64 bis 66. Die Erkenntnis des Brahman wird von der Gita das Verborgene, das Geheimnis, Guya, genannt. Die Erkenntnis des Paramatma das noch Verborgenere, Guyatara 16.63. Und die volle Erkenntnis von Bhagavan, das Verborgenste, das größte Geheimnis, Guyatama 18.64. Der Vaishnava-Theologe Jiva Goswami, etwa 1513 bis 1597, gab in seinem Werk Bhakti Sandarbha
eine sehr tiefgründige Beschreibung Bhagavans. Die gewöhnliche Bedeutung von Bhagavan ist, dass er der Besitzer aller Füllen ist. Weiter sagt er, Bhajaniya Sarva Sadguna Vishishta. Es ist die Natur Bhagavans, in allem, was mit ihm in Verbindung steht, eine natürliche Neigung des Liebevollen sich Hinschenkens zu erwecken. Solche Art ist die Wirkung seiner Füllen. Er zieht die Liebe eines jeden zu sich. Mitunter scheinen die Vaishnava-Kommentatoren den Sinn der heiligen Texte neu zu erklären. Nach ihrem eigenen Verständnis versuchen sie aber lediglich, den Geist der Quellen lebendig werden zu lassen, um eine vorurteilslose Betrachtung der Lehre zu ermöglichen. Die europäische Forschung datierte das Entstehen der Gita, wie auch das anderer Schriften, aufgrund sprachlicher und stilistischer Merkmale. Das heißt jedoch nicht, dass die Weisheitslehren nicht schon vorher in ihrem heute bekannten Inhalt und Umfang vorhanden waren. 4.2 Die Gita selbst empfiehlt ja die Methode, die in Indien seit jeher angewandt wurde, den Meister um seine Unterweisung zu bitten. Die mündliche Überlieferung war für Jahrtausende Träger der Weisheitslehre. Die heiligen Texte der Inder weisen mitunter lange Namenreihen von Lehren auf, die das empfangene Wissen an ihre Schüler weitergaben. Shankaras Auslegung und Unterteilung der Upanishaden in einen klassischen und einen davon getrennten Teil hat besonders in den Augen westlicher Beobachter lange Zeit den Eindruck erweckt, nur die Erlösung durch das Eingehen in das unpersönliche Brahman entspräche den Anschauungen der Upanishaden. Für den menschlichen Verstand ist das eine fassbare Lösung, um mit der Vielfalt der göttlichen Füllen umgehen zu können, von der die Shastras immer wieder berichten. Demnach kann die Erlösung derjenigen, die sich durch liebevolle Hingabe, Bhakti, dem Allumfassenden in seinem persönlichen Aspekt annähern und in seiner Güte Zuflucht suchen, nur eine später entstandene Auffassung sein. In diesem Zusammenhang stellt der Philosoph und ehemalige indische Präsident S. Radhakrishnan zu Ende seines zweibändigen Werkes »Indische Philosophie« mit Betreffen fest, dass abendländische Denker dem Hinduismus als Ganzem einen abstrakten Monismus unterschieben, während doch die Ausprägung des Gottglaubens, welche von Ramanuja vertreten wird, auch der Glaube anderer Richtungen des Hinduismus ist. Im Verständnis der Vaishnavas und ihrer Leseart der Quellentexte sind die scheinbar gegensätzlichen Erlösungswege Bestandteile einer einheitlichen und organischen Lehre, deren Ursprung das Entfaltungsspiel Gottes ist. Krishna liebt die in verborgenen Sinn gekleidete Sprache. Die kryptische Sprache ist die Art der Rede, die mir lieb ist, vertraut er im Bhagavatam 11.21.35 seinem Freund Uddhava an. Verschiedene Ausdeutungen der Weisheitstexte sind möglich. Dadurch soll die Aufmerksamkeit des Hörenden geschärft und das eigene Nachdenken herausgefordert werden, um den Sinn des Wortes tief im eigenen Bewusstsein nachzuspüren. Die Schriften sollen nicht als ein Objekt intellektuellen Genusses missbraucht werden. Denn nach Siddhanta, nach der Schlussfolgerung suchende, wird immer entsprechend seiner Reife und Wesensart die Bedeutungsschichten der gesamten Lehre oder eines einzigen Wortes erfassen und den Gütegrad an Weisheit ermessen können, die darin liegt. Fußnote 3. Krishna Chaitanya. Für eine ausführliche Beachtung seines Wirkens sei das hervorragende Buch Krishna Chaitanya
Sein Leben und seine Lehre, Stockholm 1976, von Walter Eidlitz empfohlen. Es enthält eine umfangreiche Einführung, ist reich an Zitaten aus Originalquellen und setzt Chaitanyas Wirken in den Kontext der indischen Geistesgeschichte. Fußnote 4. Zitiert nach Walter Eidlitz, Krishna Chaitanyas Leben und seine Lehre, Seite 24. Betrachtet man die Gesamtheit der indischen Shastra, vom Rigveda bis hin zum Srimad Bhagavatam, so kann man zu dem Ergebnis kommen, dass Vishnu kein anderer ist als das Brahman im Ursinn des Wortes, alldurchdringend, die Seele von allem, im Gegensatz zum Brahman im engeren Sinne, dem Glanz Gottes, dem bloßen Sein. Brihatvat Brimhanatvatcha Tat Brahma Paramam Vidhu Tasmai Namaste Sarva Atman Yogi Chintya Vikara Vat. Ich bringe der absoluten Wahrheit meine achtungsvollen Ehrerbietungen dar. Sie ist das alldurchdringende, ewig anwachsende Ziel der großen Yogis. Sie wandelt sich niemals und sie ist die Seele, Atman, von allem. Vishnu Puranam 1.12.57 zitiert aus dem Chaitanya Charitamrita Madhya 24.72. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass in unserem Wort Atem deutlich das viel ältere Sanskrit-Wort Atman, das Selbst, mitschwingt. Se Brahma Shabde Kahe Svayam Bhagavan Advitya Jnana Janna Vinanahi Ana. Die eigentliche Bedeutung des Wortes Brahma ist der Erhabene, Bhagavan, der einer ohne einen zweiten ist und ohne den nichts anderes existiert. Chaitanya Charitamrita Madhya 24.73.